Willkommen zu einem weiteren C-Sharp Tutorial. Heute werden wir mal unsere kleinen Serveranwendungen in objektorientierter Programmierung verbessern und auch neu schreiben. OOP Server Client. Ja, zuerst mal ein Windows Forms Projekt und wir fügen in der Projektmappe auch gleich ein weiteres Projekt hinzu. Zwar eine Klassenbibliothek, die nenne ich jetzt mal Netzwerk Lib. Und hier werden wir dann unsere Klassen Server und auch Client deklarieren und ausprogrammieren. Aber zuerst machen wir mal die Form etwas schicker. Und zwar wird das nur eine Form sein und in dieser einen Form kann man sowohl Server als auch Client sein. Und dafür erstelle ich jetzt als allererstes noch eine zweite Form. Die nenne ich mal Startform. Und in dieser Startform wird der User gefragt, ob er Client oder Server sein möchte. Die Schrift noch ein bisschen größer machen. Und wir nehmen mal einen anderen Form Border Style und zwar nein, Tool Window, genau. Das braucht keinen Text. Und jetzt haben wir schon mal unsere Startform. Wir fangen mit dem Client an und unser Client braucht einmal das Ziel und den Port. Also erstellen wir uns wieder eine neue Form. Client, tja, Einstellungen. Die wird ebenfalls ein Fixed Tool Window und so. Und dann brauchen wir ein zwei Buttons und ein paar Textboxen und Labels. Ich ändere schon mal wieder die Größe auf 12. So, wir brauchen zuallererst den Server. Oder wir nennen das mal Host Name. Jetzt ein Port. Und der Client soll noch einen Benutzernamen haben.
der ebenfalls hier angegeben wird. Machen wir mal so. Einmal weiter und zurück. So, wenn wir diese Informationen jetzt haben, ich mache mal das Portfeld ein bisschen kleiner und das Hustfeld ein bisschen länger noch. Ja, so. Dann brauchen wir noch eine Clientform, in der dann der Chat mehr oder weniger angezeigt wird. Clientform. Und hier nehmen wir dann eine Rich Textbox. Eine Textbox. Wo ist die Rich Textbox? Da. Aber wir nehmen mal zwei Rich Textboxen. Und ein Button. So. Und die Größe wird auf 12. Das Ganze etwas kleiner machen. Und zwar werden wir jetzt die eine Rich Textbox benutzen, um anzuzeigen, welche anderen Benutzer in dem Chat online sind. Und eine, um den Chat anzuzeigen. Können wir noch ein bisschen dünner machen. So. Ein bisschen tiefer. Hier schreiben wir senden hin. Das sieht ja schon mal gut aus für eine Clientform. Als Überschrift nehmen wir Chat Strich 0. Na, schreiben wir mal User im Chat. Und wenn die mehrere User in den Chat kommen, verändern wir auch den Titel. Das Ganze machen wir als Fixed Dialog. Nein, Fixed 3D. Jawohl. Nein, doch nicht. Fixed Single. Ja, das sieht doch annehmbar aus. So. Und jetzt müssen wir natürlich bei der Startform anfangen. Und da gehen wir zuerst auf Projekt und dann Eigenschaften. Und dann nehmen wir als Startobjekt Client.Programm. Und jetzt gehen wir hier in Programm und statt neue Form 1 machen wir neue Startform. Das heißt, das Programm fängt jetzt nicht mit Form 1 an, also nicht mit dem hier, sondern mit der Startform. Und hier können wir auch direkt hinschreiben. Zuerst, wie hieß die Form? Client-Einstellungen.show. Nein, wir müssen natürlich zuerst mal eine neue Instanz von der Form erstellen.
Client-Einstellungen ist gleich neue Client-Einstellungen-Form. Und dann ce.show. Und this.height. Also die Client-Einstellungen-Form wird gezeigt und die Startform wird versteckt. Jetzt können wir mal starten. Und wir sehen, da ist direkt der Übergang. Jetzt wird das Ganze allerdings nicht beendet, weil halt die Form, die beendet werden müsste, die Startform ist. Deshalb müssen wir, wenn wir die Einstellungsform beenden, das ganze Programm beenden. Und dazu klicken wir hier. Nein, tun wir nicht, sondern hier. Na, wo ist das denn in C-Sharp? Machen wir das Ganze mal so. Public, nein, private, void, on, exit. So, das ist der Konstruktor der Form und wir fügen this. Wo ist das Event für das Schließen? Form closed. So, das heißt, wir fügen dem Event Form closed, also wenn die Form geschlossen wird, eine Funktion hinzu. Und die nennt sich onExit. Und jetzt schreiben wir einfach rein environment.exit mit 0. Jetzt müssen wir noch Object Sender und EventArgsI. So, der Sender ist derjenige, der dieses Event auslöst. Also das wird immer Client-Einstellungen sein. Und die Argumente, ja, dass er halt geschlossen wurde. Wir können ja mal gucken. E.toString wäre dann das passende Argument. So, wenn wir das Ganze nochmal starten. Ah, genau, die Zeile können wir wieder entfernen, weil wir keine Onload-Funktion haben. Und jetzt beendet sich das ganze Programm. Jawohl. Jetzt wollen wir die Form weiter ausprogrammieren, also bei dem zurück wird dann einfach this.close aufgerufen und davor Startform.show. Nein, nicht ganz. Zwar werden wir dann eine Formvariable haben. Und diese Formvariable wird, oder wir können das wahrscheinlich auch anders machen, this.parent.show. Das heißt, parent heißt ja Eltern und ich sage mal, der Vater dieser Form ist die Startform, weil die Startform die Client-Form erschaffen hat. Wie möchte ich leben? So, wenn wir jetzt Start als Client und zurückklicken, bekommen wir einen Fehler, auch gut. Dann werden wir halt ce.parent
Punkt parent ist gleich this und schon ist das Problem gelöst. Oder auch nicht. Ach so, ein Control muss das sein. Keine Form. Ja gut, dann machen wir es halt so, wie ich es gerade machen wollte. Und zwar eine Form. Nee. Parent. Und wir nehmen eine Form als Parameter. Und parent equals form und schon ist das Problem gelöst. Dann können wir jetzt nämlich einfach aufrufen parent.show und dann können wir diese Form schließen. Hier müssen wir dann noch die Startform übergeben. Gut, dann müssen wir hier das Punkt Height aufrufen. Close schließt anscheinend auch die komplette. Ach natürlich. Close schließt das die Form und dann wird onExit aufgerufen und dann schließt sich das ganze Programm. Und nun funktioniert es aber. Gott sei Dank. So. Dann haben wir die Einstellung und dann kommt die Clientform. Und die Clientform nimmt jetzt mal, ich will mir den Code anzeigen. Jawohl. Die braucht mehrere Parameter. Einmal den String Boost, den Int Port und den String Username. Dafür machen wir uns auch schnell drei Variablen. String boostname, schreiben wir mal klein, den int port und den string username und setzen es noch gleich boostname ist gleich boost. Port ist gleich Port und Username ist gleich Username. So, jetzt brauchen wir noch eine Public Void Connect Methode, dann eine Public Void Disconnect und eine Public Void Send Methode. Die können wir allerdings erst ausprogrammieren, sobald wir die Client-Klasse fertig programmiert haben. So, wir gehen jetzt mal zurück, machen das zu. Programm, Startform, das zu. Form 1 können wir mal löschen. Und jetzt brauchen wir noch zwei neue Forms, und zwar Server Einstellungen und Server Form. Die Server Einstellungen sind ähnlich wie die Client Einstellungen. Nur ein paar mehr Checkboxen. Tool Window.
zwei Buttons. Dann brauchen wir mindestens einen Text. Na, da können wir auch ein Numeric Up Down nehmen. So, ein Label für Maxi Male Clients. Also die maximale Anzahl an ja gut, das X habe ich jetzt. So, genau. Und da wir natürlich nicht 0 Clients wollen, nehmen wir mal als Minimum ein. Und als Maximum 25. Dann eine Checkbox. Tja, was könnte man da jetzt nehmen? Alle IP-Adressen abhören und jetzt nehmen wir noch ein Label und eine Textbox. Beziehungsweise das Ganze nochmal doppelt. Ja. So, und zwar IP-Adresse, die abgehört werden soll. Ist jetzt ein bisschen lang. Na, wir können auch IP-Adresse nehmen. Und natürlich den Port. Port wieder etwas kleiner machen. Das etwas größer. Sind die Buttons so hässlich klein? Ich guck mal eben, wie groß sie in den anderen Formen sind. Kleine Einstellungen. x 12 x 35. Und auch hier wieder zurück. Na, falsche Eigenschaft. Zurück und weiter. Weiter machen wir mal standardmäßig auf Enabled False. Und standardmäßig machen wir hier einen Haken rein, also steht hier oben checked und dann müssen wir IP-Adresse enabled false machen und wenn wir jetzt in das Event hier gehen, dann setzen wir Textbox 1.enabled ist gleich nicht Textbox 1.check ja doch enabled. Das heißt, wenn Textbox 1 enabled ist, ist sie es nicht mehr und andersrum.